Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Hexit. Ja, ich habe zwei Dinge zu sagen am Anfang. Das eine ist, sorry für die schlechte Qualität des Headsets, also das Hintergrundgeräusch. Aber ich würde so schnell wie möglich ein neues Headset holen oder bestellen. Und dann ist es natürlich wieder besser, die Qualität. So, ja, das Headset geht langsam auseinander, fällt auseinander. Extrem schlechte Qualität. Pearl ist wirklich sehr schlecht im Kaufen von Headsets. Gibt nur ein Headset und das war dieses und das ist so schlecht, da kriege ich das Kotzen. Schon am ersten Tag hat es Mängel gehabt und so. So, und das zweite, jetzt kommt das Gute. Wir machen unseren Drake-Server, also meiner und Kevins Drake-Server, Swiss Game Crazy Junge 1 heißt er bei YouTube. Machen den normalen Vanilla-Server zu einem Hexit-Server. Und das heißt, ihr dürft mit mir zocken, Hexit, so wie wir hier spielen. Und ja, gibt's viele Zusätze, viele Plugins und so, weil es ist auch auf Bucket. Und ja, wir werden dann auf dem Server eine Art Hero-Projekt machen. Da müsst ihr nicht zwingend aufnehmen, aber es wäre cool, wenn ihr aufnehmen könntet. Und ja, es wird richtig genial, mehrere Welten und so. Da empfiehlt sich sicher hundertprozentig mal auf dem Server vorbeizuschauen und ein bisschen zu spielen. Zum Beispiel eine Free-Build-Welt gibt es dann auch und so. Und eben ein Hero-Projekt-Welt. Wir nennen es Drake Hero. Oder Hero Drake. Ja, Hero Drake nennen wir es. Da ist jeder Spieler zuerst, muss er von einem OP oder so eine Stadt zugewiesen bekommen, also ihr dürft natürlich wählen, welche Stadt und was ihr wollt. Und dann könnt ihr dort bauen, also ihr könnt überall bauen, aber ihr werdet halt angegriffen und gegrieft außerhalb der Schutzzone. Deshalb ja, könnt ihr in der Stadt dann bauen. Da wird nicht gegrieft, sozusagen. Und ja, es wird dann natürlich Kriege geben in Schlachtfeldern, wie dann auch alles zerstören könnt und so weiter. Also es wird richtig genial gemacht. Seid gespannt, ich erzähle natürlich mehr, wenn ich mehr weiß. Wenn ich nicht alles top secret halten muss. Aber ich werde euch informieren, ganz klar. Auch wenn vielleicht jetzt nicht hier im Let's Play. Aber ja. Da ich dann ein bisschen öfters online aufnehme, werden hier ein bisschen weniger Parts kommen. Aber es werden nämlich noch genug viele kommen, damit ihr das Let's Play genießen könnt. Unterbrechungen immer. Ja. Und Dankeschön, dass dieser Megapart so gut angekommen ist. Der ging ja eine Stunde und ich glaube eine Stunde und 11 Minuten. Bin mir jetzt nicht mehr sicher. Also richtig großes Dankeschön dafür. Die Interesse kommt langsam von diesem Let's Play. Ich hoffe, die Interesse kommt noch mehr und nicht so schnell wieder weggehen. Bei Regnum sehe ich, dass die Interesse einfach mal ganz schlecht wurde. Es kommen zwar noch ein bisschen Aufrufe, aber niemand liked mehr und ja, so mache ich das nur ungern weiter. Weil ich möchte mich euch anpassen. Wenn ihr das gut schaut, dann mache ich mehr davon und wenn ihr das weniger schaut, mache ich weniger dafür. Und natürlich die Likes, die
die wirken jetzt zum Beispiel so, ein Video schauen wirkt ungefähr 5 Likes, also aha, okay, nein, nicht so, ja, 5 Videos schauen ist ein Like wert. Also es ist sehr viel mehr. Die Likes sind viel mehr, also dann möchte ich gerne, dass ihr ja die Videos auch liked, damit ich sehe, aha, Ding, ich will jetzt nicht like geil sein oder so, einfach mal so Ding. Ihr könnt sehr viel beeinflussen, indem ihr liked. Okay, der Server spinnt wieder ein bisschen. Ich checke das nicht. Wieso hat Hexit einen LAN-Server? Wieso macht Hexit einen LAN-Server? Ich verstehe das nicht. Und der ist so extrem laggy. Der geht nicht über meine Internetleitung. Der geht irgendwie Mojang-Server Internetleitung und so. Keine Ahnung. Ich verstehe da nur Bahnhof, sorry. Ich liebe das Magnetismus-Zeugs. Oh, ich liebe das. Auch wenn es nervt, wenn man viele Items rumliegen hat und dann alles eingesammelt wird und alles vollstopft. Aber es ist richtig geil. Ja, ich wollte ja later denken, aber dafür machen wir hier irgendwo Kühe. Das ist so geil hier. Ich liebe das. Solche Gebirgszüge, die unten so reingehen und so. Das liebe ich. Leider sind sie hier, sind hier nicht so ganz gute. Aber hier sieht es schon besser aus. Solche Einkerbungen unten sind richtig genial. Also. So, wir wollten ja in dieses andere Biom gehen. Das ist, glaube ich, oben. Nein, das ist hier. Das ist Gletscher! Das ist Gletscher! Ist das hier Lava gewesen? Ja, toll, ich habe nichts zum Hochbauen. Ja, die Dungeons kommen ja auch bald. Wir haben ja jetzt einen Dungeon gemacht und können wir andere Dungeons auch machen. Ich bin noch nicht ganz bereit, um wieder auf easy zu stellen. Oh, das sieht geil aus. Ja, das ist eine Creeperblossom, die können wir wegschmeißen. Die brauchen wir jetzt wirklich nicht. Die könnten man im PvP gut einsetzen. Einfach so Blumen setzen. Also zeig dich mal. Oh, der hier ist auch versperrt. Ich mach's einfach so. Ich hab so eine gute Spitzhacke. Hallo. So, was ist hier? Wo ist das hier? Na, zeig dich. Hallo? Irgendwo hier? Ah, hier drüben. Ja, das ist Lava. Okay. So, wir gehen hier rüber. Gehen wir mal auf den Berg und schauen den Gletscher mal an, wenn die Sichtweite stimmt. Ups. Ich habe nicht gesprintet. Da falle ich auf die Schnauze. So, komm schon. Hopp, 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 hopp. So.
sorry für den Unterbruch. Ich habe leider nicht mehr so viel Zeit, dann nehme ich jetzt noch die 20 Minuten auf, die mir noch bleiben. Ja, ich nehme aber heute Abend natürlich nochmals auf. Ihr bekommt genug Folgen über. Nein, wieso geht das nicht? Huppla. Der Gletscher hat unten immer Eis, das ist richtig genial. Ich brauche eigentlich nur eine Spitzhacke mit diesem Silk Touch drauf. Und dann kann ich dieses Eis hier schön abbauen. Und dann für irgendwas verwenden. Also richtig genial. Ich bin ein bisschen außer Puste, sorry dafür. Ich habe ein bisschen Handeltraining gemacht. Ich mache richtig hartes Training, damit es sich auch lohnt. Und als ich kam, komme ich immer auf hohen Puls und so. Hoppla. So geht denn das nicht. Ich brauchte diese Boots da. Ich weiß nicht, wie man die herstellt. Wie heißen sie? Whirling Boots oder so. Wir machen mal an. Ja. Genau, Whirlwind. Gold, Windmedaillon. Seit wann braucht man für das Windmedaillon? Oh, das kriegen wir ja nie. Warte doch, wir kriegen es. Man kann es herstellen. Die Medaillons waren extrem selten früher, konnte man sie nicht herstellen und so. Bin ich mir sicher. Oh, cool, wir haben bald die Whirlwind. Ja. Jetzt nenne ich sie schon Longfall Boots. Whirlwind Boots. Ja, cool. Also richtig, genau. Nicht schon wieder eine normale Waldebene. Das ist blöd. Von denen keine Setzlinge bekommen, die sind noch gut, diese Lampenblumen da. Irgendwie. Ne, Scheiße! Schade. Müssen wir auch genug sammeln. Ich möchte die gerne als Lampen, damit man nicht kann.